Zur Hölle! Du kannst doch nicht einfach den wegnehmen, wenn er davor steht. Oh mein Mäusekäse. Gott, das ist ja witzig. Was meiner Meinung nach so unappetitlich aussieht. Sagt sich das Gehirn irgendwie, dass es eklig ist. Einen wunderschönen guten XXL-Morgen. Als allererstes muss ich mich fertig machen. Du bist schon fertig. Ich verstehe nicht ganz, was hier abgeht. Ich muss jetzt erstmal meine Lippen mit diesem XXL-Lippenstift. Ich weiß nicht, wieso sie sich mit einer Spardose die Lippen... Das ist keine Spardose, das ist ein XXL-Lippenstift. Und jetzt muss ich mir natürlich auch noch die Zähne putzen. Was zur Hölle? Was? Jetzt kann der Morgen richtig starten. Hella, Zahnpasta rauf und Zähne putzen. Auf einen so ein Halm, bisschen was drauf. Wie witzig ist das bitte? Keiner. Funktioniert ja super. Du hast auch so einen großen Mund, da passt diese Zahnbürste perfekt für. Ich bin gespannt, was noch so kommt. Was passiert jetzt hier überhaupt? Erklär jetzt mal. Bin ich ready gemacht fürs Video. Ich würde sagen, heute werden wir alles in XXL machen. Okay, in XXL. Ich hab's verstanden, was das heißt. Ich bin gespannt, was du noch dafür organisiert hast. Wir werden jetzt erstmal anfangen mit einer ganz tollen Runde Schach. Hella. Mit ganz kleinen Spielfiguren. Weißt du, welche Figur wir da noch einbauen können? Das. Im Ernst? Ja. Das passt halt echt gut dazu. Der große Bruder. Ich bin weiß. Was hältst du davon? Ich find's super. Unser Tisch reicht auch einfach nicht, weil das Spiel zu groß ist. Fehlt hier ein... Was? Du meinst das Pferd, oder was? Okay. Dann ist ja gut. Okay, Tom. Let's go. Los geht's. Angriff. Sie denkt sich jetzt so, hä? Man darf auch schräg, ne? Nein. Du darfst nur schräg, wenn du einen anderen wegkicken kannst. Sie macht einfach irgendwas. So. Sicher, dass das 3 nach vorne, 3 zur Seite, 2 so. Zur Seite. Ja, ja, ja. Ja, warte, dann muss ich mal eben zurück. Nee, Gesetz ist Gesetz. Okay. Hä? Was? Hast du noch nie Schach gespielt? Du kannst doch nicht einfach den wegnehmen, wenn er davor steht. Hä? Was hast du noch nie Schach gespielt? Doch. Ella, so funktioniert das nicht. Ich dachte. Du hast noch nie Schach gespielt. Doch. Ich hab gesagt, man darf die nur zur Seite. Mit den Bauern darfst du die nur zur Seite wegkicken. Du darfst nur mit denen. Ach so. Und mit dem hier die gerade wegkicken. Keller hat gerade den Mega-Coup gemacht. Sie hat gerade festgestellt, dass sie meine Dame die ganze Zeit weghauen kann. Oh. Und ich hab's gar nicht gecheckt. Was passiert jetzt? Ja, jetzt habe ich keine Dame mehr. Das ist die stärkste Figur. Man hat so nicht so den Überblick mit diesem Riesenfeld. Ich laufe hier auch schon auf dem Feld vor. Schach. Oh, nicht dein Ernst. Matt. Das ist richtig gemein. Kann man noch nachziehen? Hier kannst du machen, Schach. Das bringt dir nichts, aber jetzt ist dein König weg. Juhu! Ich habe im XXL Schach gewonnen. Ich freue mich XXL doll, gegen dich gewonnen zu haben. Oh Mann, was steht als nächstes auf dem Programmpunkt? Also, das war's jetzt erstmal. Sag das war's, die Zahnbürste, der Lippenstift und das Spiel? Ja. Ah, da oben. Was da oben? Die XXL Maggi-Flaschen. Oh ja, die stehen halt schon so lange. Die haben genau auf diesen Moment gewartet. Ihr wartet da schon die ganze Zeit drauf. Jetzt trinken wir einfach. Wir trinken einfach eine XXL Maggi-Flasche. Wir haben nicht nur eine, sondern gleich zwei. Wir haben... Hunger, Hunger, Hunger. Haben. Hunger, Hunger, Hunger. Haben. Durst. Wir fahren jetzt gerade zum Einkaufsladen, weil wir uns noch was zum Essen holen wollen. Daran habe ich nämlich irgendwie gar nicht gedacht. Ich dachte, heute Abend gehen wir auf jeden Fall essen in einen Laden. Du wirst so lachen, wirklich. Du wirst so lachen, was ich da rausgesucht habe. Jetzt schauen wir erstmal, was wir hier finden. Ich wette, wir essen heute XXL. Abend XXL-Döner. Ich sag's euch, früher gab es bei meiner Schule einen Laden, der hatte immer donnerstags XXL-Döner. Das war echt? Dann nicht so ein Vierteldönerbrot, sondern ein halbes Dönerbrot. Oh wow, okay. Und dann hatte man in so einem halben Fladen komplett einen Döner. Wir suchen hier gerade ein XXL-Brötchen. Was ist das? Ja, das dachte ich gerade auch. Das ist ein Ringbrot. Das ist auch da XXL, nur da ist ein Loch. Nee, oh, das ist alles zu klein. Wir nehmen einfach so ein Chia Butter und schneiden das so auf und dann ist es ein Riesenbrötchen. Ein XXL-Brötchen. Wir suchen jetzt gerade nach dem größten Käse, den wir finden können und schauen mal her. Oh mein Mäusekäse! Das ist ja witzig! Hier ist einfach Tom drauf, Jerry. Mäusekäse. Das ist XXL-Käse. Schaut mal, was wir gefunden haben. Ein XL-Orangensaft, der anscheinend extra lecker sein soll. Was ich irgendwie noch nicht so ganz glauben kann. Witz, das ist Direktsaft. Ich glaube, der schmeckt wirklich richtig gut. Ja? Ich bin sehr, sehr gespannt darauf. Ich habe auch Durst. Oh, der schmeckt richtig lecker. Oh, ist ja köstlich.
Und? Oh, schmeckt so gut! Und jetzt frühstücken wir aber erstmal richtig nice. Wir können ja den Maggi auf den Käse mit dem Brot. Ja! Ist mir auch schon aufgefallen, ehrlich gesagt. Das ist unser Frühstücksbrettchen. Was jetzt kommt jetzt? Jetzt brauchen wir noch ein bisschen Besteck. Nein! Man isst zwar kein Brötchen mit der Gabel. Das ist das Messer dazu. Was? Ah. Nee. Oh, hör auf! Ups. Es wird halt eh nicht gehen. Es geht. Es geht so gut mit dem Messer. Oh nee, oh Tom. Es hat nicht so gut geklappt. Ich glaube, wir hätten es auch erst aufbacken müssen, oder? Ich glaube auch. Naja, jetzt ist zu spät. Okay, jetzt kommt der Käse drauf. Was meiner Meinung nach so unappetitlich aussieht, mit so einem riesen Stück Käse. Oh mein Gott. Gut. Lecker. Noch ein bisschen Maggi für die Würze. Okay. Ich glaube, ich tue es hier drauf, damit das nicht so alles verläuft. Ich liebe halt auch Käsebrot mit Maggi. Dann gut. Dann beißt man dann XXL-Brot rein, wo die Hälfte abgebrochen ist. Das ist so klein. Und? Schmeckt gut? Köstlich. Ich möchte jetzt auch einen Haps. Ich habe Hunger, 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 habe Hunger, Hunger, Hunger. Ist ein XXL-Sandwich. Noch mehr Maggi. Ja. Ein bisschen trocken. Ist auf jeden Fall XXL. Irgendwann später. Zum Glück gar nicht in Schorgen. Oh, Leute, jetzt regnet es hier so. Wir werden hier komplett nass. War das jetzt der XXL-Regen, den du bestellt hast? Ja, genau. Extra für das Video. War schön. So eine kleine Erfrischung. Schaut euch an, was hier für Wassermassen gerade in diesen 5 Minuten und Gewitter. Es waren ungelogen 5 Minuten. Schaut euch das an. Donnert halt auch so. Und jetzt hört es wieder auf zu regnen. Wir hatten halt so Pech. Wir sind halt komplett in den fettesten Regenschauer gekommen. Warum habe ich heute Morgen geduscht? XXL Regenschauer. Wir sind am Stall angekommen. Und was seht ihr da? Blauen Himmel. Es gibt es nicht. Moin. Schau mal, wie ich aussehe. Was hast du denn? Ich habe den Heusack gestoppt. XXL Dreckspatz. Ist leider wirklich so. Ich habe aber Klamotten besorgt. Eine Sache hast du nämlich bei der Planung dieses Videos vergessen. Und zwar XXL Klamotten. Okay. Deswegen ist es vielleicht ganz gut, dass du das geworden bist, weil jetzt gibt es XXL. Das ist gut, weil ich muss mich wirklich umziehen. Es ist so eklig mit diesen Klamotten. Neue Hose hast du schon mal. Ich habe dir jetzt was mitgebracht. Pass auf. Also ein T-Shirt in XL. Oh, okay. Ich hätte XXL nehmen sollen. Naja, in XL. Zieh das mal an. Und ist es XXL? Ja. Es könnte ein Kleid sein. Es ist wunderschön. Sieht wirklich aus wie ein Kleid. Und jetzt kommt noch ein ganz besonderer Pullover. Einfach ein XXL-Pullover. Das ist ein XXL. Der sieht einfach aus wie meiner. Den und es ist Homer Simpsons drauf. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Okay, aber vom Geschmack her trifft es eigentlich sehr gut meinen Geschmack. Hä? Wow. So gehst du heute den Rest des Tages rum. Nein. Doch. Es ist wirklich schlimm. Ja, das ist voll cool. Es aber ist in, wenigstens trocken. Ja, guck. Ich finde, das ist sehr, sehr oversized. Bestimmt voll gemütlich, oder? Schon ziemlich gemütlich. Ich finde diesen Homer Simpsons einfach geil. Kennt ihr gar nicht. Ich habe das nie geschaut. Ist das die Großmutter? Das ist Homer. Das ist Homer Simpsons. Das ist wie eine Großmutter. Das sind das die Haare dazu? Das ist ein Busch. Er verschwindet rückwärts in den Busch. Ich kann das nicht richtig sehen. Alter. Bildungslücke bei Hella. Was machen wir jetzt, Hella? Wir werden jetzt richtig lecker essen gehen in einen XXL-Burgerladen. In Deutschland? Ja. Nicht in Amerika. Ein XXL-Laden. Nachher fahren wir so zum Flughafen. Oh, wir sind in Amerika. Nein, keine Sorge. Leute, ich habe diesen Laden gerade gegoogelt, weil ich nicht geglaubt habe, dass es den wirklich gibt. Aber hier ist ein Foto. Und es sieht aus, als wäre das irgendwie aus dem 19. Jahrhundert, das Foto. Aber die haben riesengroße Burger. Die haben riesengroße Burger. Tom, wir werden jetzt noch eine Person abholen zum Essen gehen. Und zwar Lulu. XXL-Person Lulu, ne? Ja, eine. Passt gar nicht zum Video. Sie ist einfach Mini. Sie kann beim Mini-Video mitmachen. Wie soll das denn bitte aussehen, wenn sie so einen Burger vor ihrem Bauch hat, ey. Einfach so ein kleiner Mensch mit so einem großen Burger. Okay, ich guck mal. Er sieht dann noch größer aus. Hallo Lulu. Bist du bereit für einen XXL Burger? Ja. Kriechen Sie rein. Dann lass uns einen Roadtrip machen. Eine Stunde müssen wir fahren. Herzlich willkommen in meiner ehemaligen Heimat, will ich es auch nicht nennen, aber hier habe ich mal gewohnt, in Bremerhaven. Wir sind in einer Minute da. In 450 Metern muss hier irgendwo dieser XXL-Laden sein. Das sieht irgendwie noch nicht so nach XXL-Laden hier aus. Bremerhaven ist so eine Stadt für sich. Hier steht 0 Minuten, 200 Meter. In
9 Minuten, dann müssen wir jetzt schon da sein. Was eine tolle Stadt. Es sieht hier so schön aus. Guck mal, da hinten dieser Riesenzwerg. Siehst du den? Wo ist ein Riesenzwerg? Ein XXL-Zwerg mit einer Riesenmütze. Okay, es muss hier irgendwo sein. Ja, da, XXL, essen und trinken. Okay, wir müssen hier abbiegen. Oh mein Gott. Ich muss echt schon sagen, es ist ein bisschen unangenehm mit diesem XXL-Kleid, was ich gefühlt anhabe. Nein, es ist eigentlich ein Pullover. Jetzt in den Laden zu gehen, so als wenn das so mein Baggy... Style dann geh lieber mit deinem klitschnassen Pullover da rein. Wir haben uns jetzt hingesetzt und hier sind die Sachen drauf. Es gibt einen Riesenburger, 800 Gramm Beef. Dann gibt es diesen 3XL-Burger, 360 Gramm doppelt Beef. Und dann gibt es aber auch einen Riesenschnitzel, einfach 1 Kilo Schweinelachs. Monsterburger 3 Kilo, den müssen wir bestellen, den Monsterburger. Die Kellnerin hat uns hier gerade ein XXL-Messer geliefert. What? Ich wusste nicht, dass man so ein Messer auf den Tisch gestellt bekommt. Das haben wir uns dann eingebrockt. Die Größenverhältnisse, Lulus Kopf und dann dieser Burger. Den kann man doch nicht mal so hochnehmen. Das ist so krass. Das ist ja das Hand und das ist der Burger. Ja, die Pommes sehen richtig delicious aus. Mmh, die schmecken auch richtig gut. So ein Mäusebiss. Der Burger muss einfach wie so eine Pizza geschnitten werden. Das ist so gestört. Ich habe einfach noch nie in meinem Leben so einen riesen Burger gesehen. Aber der sieht echt delicious aus. Er sieht wirklich lecker aus. Ja, Lulu, das ist deine Hälfte. Das ist meine Hälfte. Probier doch mal. Lulu, beiß mal ab. Wie soll ich das halt machen? Weiß ich auch nicht. Und das ist nur so ein Viertel Burger. Das ist so viel. Das ist halt mehr als ein normaler Burger. Lulu beißt den größten Burger der Welt. Sie hat es halt überall im Gesicht. Aber so war es bei mir auch. Gut. Und sieht danach halt aus wie ein Schwein. Wir haben gerade festgestellt, dass die beiden halt auch immer eine Assistentin zum Essen brauchen. Ich muss den Servietten holen. Jetzt muss ich Tom hier die Flasche aufmachen, damit er dann auch trinken kann, weil die Hände sind voll. Ich habe schon ein Drittel, ein Viertel, ein Fünftel gegessen. Ich kann halt schon nicht mehr. Man muss halt diesen Riesenburger alleine essen. In 2 Stunden und dann kriegt man 100 Euro. Aber wie? Wie soll man das schaffen? Ich kann das nicht mehr sehen, Leute. Es ist irgendwie ganz komisch, aber so an einem gewissen Punkt sagt sich das Gehirn irgendwie, dass es eklig ist. Also es schmeckt gut, aber irgendwie ist die Menge so groß, dass es irgendwie überwältigend ist. Aber du musst trotzdem jetzt noch was essen. Da ist ja noch so viel über. Und ich meine, du hast jetzt vielleicht einen Burger gegessen, einen normalen Burger. Was? Habt ihr gesehen, wie dick das Fleisch ist? Und davon sind da 2 Stück drauf. Den Rest bringen wir einfach mit. Ich bin selbst enttäuscht von mir. Wie wenig du geschafft hast. Irgendwie macht mein Magen zu. Ich kann nicht mehr. Der Magen macht einfach zu. Ja, es ist 19.30 Uhr, wir schließen jetzt. Lulu, gehen wir auf. Einen halben Burger haben wir geschafft, mehr nicht. Also ich hätte schon mehr erwartet, ehrlich gesagt. Ja, du hast leicht drehen, du hast ja nicht mitgemacht. Ja, ich habe schon ein bisschen was gegessen. Ja, von dem Brot, so ein bisschen ja, Brot. Ja, und Gemüse habe ich auch gegessen. Ja, wow. Das heißt, wir haben 1,5 Kilo davon gegessen. Das ist wirklich gestört. Hella hat jetzt den restlichen Burger in der Hand. Man muss echt sagen, ich fand diesen Laden richtig, richtig toll. Ja. Also das Personal... Don't judge a book by its cover. Ja. Nein, aber die Leute da waren richtig nett. Der Burger hat auch geschmeckt, aber ist man halt selber schuld, wenn man so einen Riesenburger bestellt. Also es ganz gab ehrlich. Auch normale. Der und Burger? Die Pommes auf einer Skala von 1 bis 10? Die Pommes waren richtig gut. Die waren richtig lecker. Das hat nicht meine Frage günstig. Beantwortet. Wollte ich auch so sagen. Eine Skala von 1 bis 10, ne? Ja. Waren schon echt eine 9. Ja, die waren echt richtig lecker. Es ist mittlerweile einfach schon dunkel draußen. Wir haben es endlich wieder zu uns nach Hause geschafft. Also noch nicht ganz. Wir sind gerade noch auf dem Weg, wollen Lulu eigentlich zu Hause absetzen. Jetzt habe ich aber noch gesagt, weil ich noch eine Überraschung habe, eine letzte Überraschung, dass wir noch einmal noch schnell was? Ja, zu Hause vorbeifahren. Was hast du da, Hella? Ich finde, wir haben halt einfach noch nicht genug gegessen. Deshalb gibt's das hier jetzt gleich. Das ist nicht ernsthaft eine Toblerone. Eine ganz kleine Toblerone. Wo gibt es, ohne Witz jetzt mal, wo gibt es sowas? Ich habe das bestellt im Internet. Was zur Hölle, Clara? Geil. Das ist geil. Das ist ja mega. Und da kommt Lulu mit deinem Burger. Oh, Hammer. Das war so schwer. Ja, das, der hat 3 Kilo gewogen, der Burger. Ja, das ist der Burger. Das ist halt nur auf die Hälfte. Das war mal doppelt so groß. Wie geil, ich brauche eine Gabel. Oha. Leute! Wow! Nein! Wie das soll man das denn essen? Ich esse heute nur ein Stück Schokolade. Ja. Lecker. Geil. Sie feiert's richtig.
ich muss ehrlich sagen, das war's mit dem XXL-Video. Ich kann's langsam nicht mehr. Wenn ich noch ein XXL-Essen sehe, dann kommt's mir alles wieder raus, glaube ich. Richtig ja. Schlimm. Aber es hat so viel Spaß gemacht. Ich liebe so XXL-Sachen, so richtig große Gegenstände. Ja, Leute, wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Ich fand es auf jeden Fall eine coole Erfahrung. Lasst auf jeden Fall einen XXL-Daumen nach oben. Ja. Und schreibt einen XXL-Kommentar. Alles in Großbuchstaben. Ja. Und Lulu, willst du auch noch was sagen? Nee, du? Guten Appetit. Ich hab noch Wimpeln. Okay. Boah, Leute, geil. Bis zum nächsten Video. Das war einfach so ein witziges Video. Tschüss. Bis dann. Tschüss.